Hallo Leute und herzlich willkommen, ja, hier bei Hitman. Ihr seht schon, beziehungsweise hört, beziehungsweise ja, alles eigentlich. Ja, wir sind jetzt gerade hier irgendwie in einer kleinen Problemsituation, denn wir wissen nicht genau, wo wir hin müssen und auch nicht genau, wie wir da hinkommen und auch nicht genau, was wir da tun können für. So. So, aufgesammelt. So, gut. Hier war ich aber schon. Wo war ich schon? Hier war ich schon. Ja, irgendwas war hier. So, wo bin ich denn? Ich bin da. Dann gehe ich einfach nochmal da hoch. Das haben wir schon mal gemacht, letztes Mal, soweit ich weiß. Ich mich erinnern kann. So, jetzt bin ich hier. Perfekt. Jetzt gehen wir doch einfach mal da rein. Guck nochmal auf die Karte. Da hinten kommt, glaube ich, gleich irgendwer. Das heißt, wir laden mal nach. In aller Ruhe. So. Öffnen jetzt die Tür. Und wollen mal sehen, wo wir hinkommen. Also irgendwie sind die Karten mir echt zum Teil zu groß hier, muss ich echt sagen. Ich hoffe mal, das war kein Gast. Scheiße. Oder? War das ein Gast? Ja, scheiße. Sorry, Gast. Nee, hier ist auch wieder nur die Küche, da will ich auch nicht hin. Also ich suche immer noch einen Weg, wie ich hier irgendwo hinkomme, wo ich nicht weiß, wo ich hin soll. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal da die Treppe runter, wobei wir den wahrscheinlich hochbekommen. Oder? Nee, das ist aber die Treppe. Aber es gibt da draußen noch einen besonderen Ort, den werden wir jetzt nochmal machen. Hier nochmal schön hochkrabbeln. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was mir das bringen soll, wo ich da hinkommen soll, aber das werden wir vielleicht mal irgendwann rausfinden. Am besten demnächst. So, einmal auf die Karte gucken. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, was mir das hier bringen soll. Ich kann hier nirgends einsteigen, nirgends was machen, außer mich in den Tod stürzen. Kann ich in den Pool springen? Ich kann nicht mal in den Kackpool springen. Naja, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was das für eine Aktion war. Ich kletter das jetzt auf jeden Fall hier schön runter, ohne gesehen zu werden. Geht das nicht etwas schneller vielleicht? Genau deshalb soll das etwas schneller gehen. Ja, toll, ganz super. Okay, also da oben ist auch für den Arsch. Jetzt wissen wir das auch schon. Ja, was macht denn der? Ey. Hilfe. Gut. So, laden. Zack. Mein Gott, ey, kann das denn so schwer sein? Ich verstehe es gar nicht. Die sollen mir einfach klar sagen, wo die Ziele sind. Ich finde, ich komme mit dieser Map nicht zurecht. Vielleicht liegt das auch an mir, aber ich komme mit dieser Map nicht zurecht. Da kann ich machen, was ich will. So, gut, der ist auch nett. Was ist denn hier für ein Ding? Jetzt bin ich denn nämlich da. So, da hinten ist ein Aufzug. Da versuchen wir, nee, das ist ja der Standardaufzug, oder? Doch der Standardaufzug. Ich versuche nochmal, was ich guck nochmal, was das für ein Aufzug ist, aber ich meine, das ist der Standardaufzug. Da ist die Waffe unten, bitte. Dankeschön. Ey, das war die falsche Richtung. Diese Richtung. Deckung! Tür öffnen, bitte. Also hier ist der VIP-Bereich. Soweit waren wir auch noch nicht. Das ist auch schon gut. Wobei doch, also eigentlich waren wir schon soweit. Lass dir mal die Sachen unten, ey. Was ist denn das für eine Idee? Einfach die Sachen zu nehmen. Meine Fresse, Alter. Irgendwie eine scheiß Idee. Aber gut, ja, ich bin hundertprozentig aufgeflogen. Das ist irgendwie auch ein bisschen logisch. Aber gut, wo bin ich denn hier? Wo geht's denn überhaupt weiter? Laufe ich denn noch überhaupt richtig? Ja, jetzt rechts eigentlich hier. So, da lang, genau. Warum war denn das so schwer? Pistole, Tür öffnen.
So, und speichern bitte. Wir benutzen noch auch unseren letzten Speicherpunkt. So, speichern erfolgreich. Sehr schön. Weiter geht's. Und wir nehmen unsere andere Waffe wieder mal, denn... Okay, da haben wir auch nur noch ein paar Munition. Dann nehmen wir halt mal die hier. Denn die ist irgendwie Hammer. Die gefallen mir richtig. Aufzurufen. Perfekt. Ich dachte, der sieht auch schick aus. Das ist doch mal Studio. Perfekt. So ein schicker Aufzug. Sowas gefällt mir doch. So. Perfekt, da ist er doch irgendwo. Hinter dieser Tür dürfte er sein. So, das war er. Wir sind im Studio. Der Hund, der ist ein bisschen blöder. Aber egal. So. Den haben wir gut gekriegt. Jetzt müssen wir nur noch diese Filmaufnahme finden. Wo ist die Filmaufnahme? Was müssen wir finden? Eine. Hallo, 47. Videoband. Ein Videoband. Hier stehen überall Kameras rum, aber irgendwie Bock ist. Diese Laserpointer sind auch cool. So, ich bin hier auf jeden Fall im oberen Abteil und hier geht's raus. Guck mal irgendwo hin. Kommt schon, hier muss doch irgendwo so ein krasses Videoband sein. Ah, da war das andere oder was? Achso, das war Tür öffnen wahrscheinlich, ja. Sag mir, dass das kein Gas war. Ach komm, Leute. Ich bin unschuldig. Ja, ich mach dir auch nichts. Oh Gott. So, das Nachladen dauert jetzt natürlich 10-mal so lang. Und da kommen wir wieder runter, aber da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich guck nochmal eben nach, gibt es vielleicht einen Hinweis auf der Legende, das ist der... So, Polizei gibt es hier eh nicht, nee, irgendwie nicht so wirklich gut hier. Das heißt, wir gucken uns nochmal hier irgendwie um, da ist noch eine schöne Tür. Aha. Video. Aha, perfekt. Habe ich es gekriegt? Fliehen. Jetzt muss ich nur noch fliehen und das dürfte jetzt eigentlich mein... kleinstes Problem sein. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Richtig speichern. Speichern, speichern. Ja, speichern, überschreibe man natürlich. So. Perfekt. So, wir haben alle erledigt. Im wahrsten Sinne des Wortes alle. Zwar mit fast kein Leben mehr. Diesen Hund mag ich irgendwie nicht, weil er mich so doll kläfft. Aber gut, dem tun wir natürlich nichts, denn wir sind ja tierlieb. So, Aufzug bitte. Dankeschön. Also dieser Aufzug gefällt mir echt hier. Kann ich nicht anders sagen. Und ich bin schon fast wieder unauffällig. Okay, es gibt eigentlich keine mehr auffällig, die mich als auffällig bezeichnen könnten, weil sie alle, ja, nicht mehr unter uns weilen. Aber jetzt gehe ich erstmal hier schön raus. Schreckchen von diesem teuflischen Gut. So, bevor jetzt einfach einer auf den Blödsinn kommt, ja genau, um diese Waffe zu nehmen, renne ich jetzt mal lieber, lade ich währenddessen nach. Sind das Gäste? Ich hoffe es einfach mal. Aufzug. Glück gehabt, er ist da. Und dann runter zum... Alter! Mole! Meine Fresse, ey. Warum ist denn das immer so schwer eigentlich? Nun gut, aber es ist cool, dass es überhaupt sowas wie Aufzüge gibt hier. Gefällt mir. Zwar drückt er da nicht drauf, das hätte man natürlich noch machen können. Ich stecke jetzt mal ganz unauffällig meine Waffen weg, denn ich bin ja hier unschuldig. Ach scheiße, sie sind überall tote. Ach komm, egal, gefilmt wurde ich eh. Kann ich hier fliehen? Ist hier mein Fliehen? Ja, perfekt. Bitte noch ein Endvideo, wie ich mit dem Motorboot wegfahre? Nein, schade. Abgefeuerte Schüsse ist natürlich jetzt hier nicht so super. Nahkampf gefilmt, ja, 42 Zeugen, das ist nicht so super. Naja, Massenmörder. Ja, okay, gebe ich gerne zu, das war jetzt etwas mies, aber ich meine, ich wusste halt nicht, wo der Typ ist und ich, ganz im Ernst, ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich den Typ aus dem Pool holen soll, ohne dass ich gleich wieder von allen angeschossen werde. Insofern war es irgendwie dann klar und da wäre ich auch nie hingekommen zu diesem Aufzug. Ohne dass ich eben angeschossen werde. Insofern gebe ich mir jetzt da irgendwie nicht so wirklich die Riesenschuld. Ich meine, okay,
Ja, ich meine, aber es ist mein Job, ne? Ja, 49 Leute, ja, was soll ich machen? Wir speichern jetzt eben nochmal und können uns ja eben schon mal angucken, wie die nächste Mission heißt, aber es lohnt sich eigentlich nicht mehr, sie zu starten. Und die nächste Mission heißt... Schöne Bescherung, haben wir die schon? Ah ja, die haben wir schon. Tod auf dem Mississippi. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Tod auf dem Mississippi. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch und ich kann eigentlich mal sagen, bewertet das Video, wie es euch gefallen hat. Das ist irgendwie besser. Und ihr würdet mich natürlich wie immer über ein Abo freuen, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier bei Hitman Blood Money. Bis dahin, ciao!